Ja, na sicher! Es läuft doch! Es läuft doch! Gebäude vergrößern vorm Verkauf, wenn genug Kohle da ist. Ja, genug Kohle ist leider nicht da. Genug Kohle ist leider nicht da. Ich hoffe, dass wir das mit ein bisschen Geld hier auskommen, was wir haben, um noch eine Produktionsline zu basteln. Ich werde mal schauen. Also, als allererstes natürlich unsere Quality Control. Das sieht aber wirklich nicht gut aus, ne? 300? Ja, okay. Geht. Erstmal brauchen wir ein Tor. So. Ja, ich habe hier immer Puffer gelassen, aber ich glaube, wir müssen erstmal so klein bleiben. Ansonsten müssen wir nachher nochmal neu bauen. Na gut, die Palette muss natürlich dann noch dazwischen. Machen wir es mal ganz unten hin. So. Dann Quality-Kontrolle. Ja. Und dann nehmen wir unsere Bänder. Okay, so weit, so gut. So weit, so gut. Dann bräuchten wir natürlich nochmal... Ja, grundlegende Tool zur Optimierung, weiß ich nicht. Lass uns noch mal ein bisschen sparen, bevor wir das noch bauen. Aber guck mal, Strombedarf steigt. Trotzdem alles gedeckt. Irgendwas funktioniert ja auch noch nicht. Irgendwas flutscht da nicht. Sind das zu wenig Mechaniker, die wir haben? Wo sind denn hier meine Mitarbeiter? Die Mitarbeitenden. Da sind sie, die Mechaniker. Montage. Die haben teilweise auch Leerlauf. Also ist jetzt nicht so, dass sie hier pausenlos buckeln. Ja, schwierig, ne? Man weiß nicht, woran es liegt. Reichen 6 Mechaniker für die Line? Wer weiß es? Eigentlich bräuchtest du 8, ne? Dass so immer 2 Mechaniker pro Quadrat arbeiten könnten, glaube ich. Wir können uns natürlich nochmal welche dazu holen. Bedeutet aber auch wieder höhere Personalkosten. Wir machen mal 8 da rein. Wird natürlich gerne, dass hier die, dass wir auf Vollauslastung sind. Ja, moin Desmond, grüß dich, Hallöchen. Ja, gucken wir mal. Wir haben hier immer noch die komische Lücke. Keiner weiß warum. Aber wir beobachten das mal. So richtig Autos verkaufen wir auch doch. Na, jetzt verkaufen wir wieder ein bisschen was. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen teurer werden hier. Und wir sollten vielleicht bei dem Mafia Ride auch die Werbung runterknallen, weil ich glaube, so viel Werbung brauchen wir da aktuell noch nicht. Ausgezeichnet. Ich check mal kurz den Zustand, ob irgendwas in die Werkstatt muss. Muss aber nichts rein. Muss zur Arbeit. Mach's gut, Sulfurus. Die Regale, dann brauchen die nicht mehr so weit laufen. Habe ich doch schon gemacht. Hier, da sind die Regale. Hier sind die Regale. Wo willst du die denn noch hinmachen? Soll ich sie direkt... Also das ist ja quasi... Also der Laufweg ist ja quasi hier runter. Wie nah willst du die denn noch dran machen? Und hier oben sind die Regale halt dort. Also die sind ja schon dran. Oder was meinst du? Mehr von denen? Nee, guck mal, 2 sind ja komplett leer. Wir können den Bestand erhöhen. Also, dass wir quasi mehr lagern davon. Dass wir hier die unteren beiden auch noch voll kriegen. Guck mal, der rutscht nach vorne, aber er nicht. Eigentlich müssten wir jetzt hier dran arbeiten. Dann müsste er nach vorne rutschen, dann er. Und dann müsste schon ein neues Fass aufgemacht werden. Ich glaube, ich habe wirklich noch zu wenig Mechaniker. Wichtig ist, dass wir hier mal langsam so in die Pötte kommen. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir nochmal Mechaniker einstellen. Boah, ich hoffe, wir haben noch genug Mitarbeiterplätze. So, wir brauchen 3er Mechaniker. Also, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Den stellen wir ein. Lass mal so laufen nebenbei, dann ploppen immer neue nach. Wir werden unten die Produktionslinie weiterbauen. Das heißt, Qualitätsverbesserung. Einmal hier, einmal da, einmal dort und einmal hier. Dann brauchen wir grundlegende Tools, das sind Werkzeuge. Dort, dort, dort und dort. Dann brauchen wir natürlich noch unsere Lagerpalette. So. Ja, jetzt haben wir hier nicht so viel Platz. Ich würde die einfach diesmal längs machen. 1, 2, 3... 3 reichen eigentlich, ne? Mehr brauchen wir nicht. Stellen wir die da einmal hin. 1, 2, 3. Dann ist das alles fertig. Jetzt brauchen wir noch Personal. Ich könnte ja schon mal sogar sagen, dass wir hier schon mal einkaufen gehen können. Also erstmal Baumenü ausmachen. Oh, guck mal, neue Mechaniker. 2, 3, 4. Ah, wir sind am Personallimit. Aber ist nicht schlimm.
Da haben wir jetzt 3 eingestellt. Ich werde hier wieder 2 wegnehmen, ich glaube, oder? Ja, das bringt sowieso nichts. Ich glaube, die eilen da die ganze Zeit nur rum. Ich glaube, 6 pro Line sind schon so optimal. Einen können wir noch einstellen. Vielleicht irgendwann. Gut, das heißt, hier Produktion wählen wir aus. Natürlich unsere Mafia Rider. Dann müssen wir die Station einstellen. Also einmal hier, einmal dort. Das mache ich so nach Gefühl. Wo ich glaube, ja, das könnte so gut ausgehen. Hier sind sehr, sehr viele Teile halt. Hier sind weniger Teile, da sind viele Teile. Machen wir vielleicht mal so. Weiß ich nicht. Stoßstange gab es noch gar nicht. So. Das sieht einigermaßen ausgeglichen aus. Jetzt drücken wir auf Play. Das heißt, Produktion wird gestartet. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal bestellen. Und da machen wir auch... Ich mache mal hier das Fünffache. Mal sehen, ob das irgendeinen Impact hat. Die Fünffache Ware auf Lager. Ob sie dadurch vielleicht dann mehr... Achso, ich muss auch mal bestellen. Besser produzieren, schneller produzieren, weiß ich nicht. Aber guck mal, da hast du immer den Streifen, wo die hinlaufen. Aber ist okay. So, und hier nochmal fünffach. Gut, da müsste jetzt die zweite Linie auch laufen. Du hast jetzt 30 von 30. Mitarbeiter, ja, 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 ich weiß, ich weiß. Man kann das noch upgraden. Guck mal hier, was kostet das? 4000. Ja, das reicht jetzt erstmal, würde ich sagen, oder? Wie viele Wesps haben wir noch? Oh, Wesps verkaufen wir auch ganz gut, ne? Hallo Panda Baby, grüß dich. Was ich aber mache, ich glaube, ich werde die Werbung mal rausnehmen für den Mafia Ride, weil wir verkaufen so viel, dass wir, glaube ich, die Werbung aktuell gar nicht brauchen. Da können wir uns die Kohle mal ein bisschen sparen. Ja, die kommen ja gar nicht her mit produzieren. Hier unten wird das Lager jetzt gefüllt für die Mafia Ride. Hallo Mittelfinger, grüß dich, herzlich willkommen. Wie geht's, wie steht's? Hi. Na, habe ich extra gekauft für diesen Moment. Wie ist es? Ich hoffe, du hast ausgeschlafen. Unsere Produktion läuft auf Hochtouren. Was soll ich sagen? Brösel, hallo. Panda Baby. Newspaper. Moin, Leute. Hallo, Siggi. Herzlich willkommen. Ey, Siggi. Sagst du deinen Leuten, die sollen dieses Farm Together 2 über mein Instant Gaming Link kaufen? Wir haben so viel Farm Together 2 schon verkauft über Instant Gaming. Das ist ja krass. Also, falls du das sagst, vielen, vielen Dank. Falls du es nicht sagst, wundert es mich. Aber trotzdem, voll gut. Voll gut. So, Farm Together 2 scheint sehr beliebt zu sein. Also, die Ware ist da. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, die paar Leute, die Lagerarbeiter, die müssen jetzt 3 Regale versorgen und nicht nur 1. Das bedeutet, eigentlich bräuchten wir auch mehr Leute. Guck mal, die sind die ganze Zeit hier am Rumlaufen. Viele ja, das ist viel zu wenig. Wir müssen upgraden, aber wir haben keine Kohle. Wir haben keine Kohle. Wir müssen mehr Autos verkaufen. Besteht denn auch die Möglichkeit, dass ich vielleicht doch noch pleite gehe? Ich weiß es nicht. So, Werkstatt. Werkstatt. Guten Morgen und wieder ein Monat geschafft, Larchi. Summer Strayer, G-Zock Team AR. Ey, krasser langer Name. Vielen, vielen Dank für deinen allerersten Sub bei mir. Ich hoffe, du bereust es nicht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und vielen, vielen Dank natürlich auch an Melanie, die schon im 19. Monat da ist. Also Melanie, also langsam gehörst du ja wirklich hier zum eingestaubten Inventarmensch. Komm mal abklopfen kurz, den ganzen alten Staubmensch, Mella. Vielen, vielen Dank auch an dich natürlich, meine Liebe. Vielen Dank, ihr beiden. Das war wirklich nett. Dankeschön. Das nächste Auto benenne ich nach euch beiden. Ich nenne es Strayani. Kann mich jemand daran erinnern? Das nächste Auto nennen wir Strayani. Eine Mischung aus Strayani. Stayerny. Eine Mischung aus Stayera und Melanie. Stayerny. Ich glaube, Stayerny ist in Ordnung. Machen wir. Guck mal, jetzt werden die Mafia Rides hier ordentlich produziert. Wir müssen halt, das Problem ist, wir müssen jetzt ein Upgrade machen, dass wir mehr Personal einstellen können, damit hier die Lagerkette nicht in Stocken gerät. Aber wir haben so wenig Kohle. Wenn wir jetzt mal was verkaufen könnten, wäre natürlich schon toll. Ja, jetzt haben wir wieder was verkauft.
Weil das Upgrade ist auch relativ teuer. Ich will mich da auch nicht ver... 4000, das kann ich mir nicht leisten. Ich will mich da auch nicht verkalkulieren. Aber Mafia Ride läuft jetzt, ne? Zwei Produktionsketten. Wir machen damit natürlich sehr, sehr viel Gewinn. Ich bin schon am Überlegen, ob wir... Schlechte Qualität. Ich bin schon am Überlegen, ob wir vielleicht komplett umstellen. Aber ich glaube, die Wesp ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Wesp ist gar nicht so schlecht. Hallo Snapshot! Guten Morgen! Ja, was ist mit der hier? Ausgezeichneter Zustand. Also so langsam lernen die doch hier alle dazu, oder was? Aber wir müssen mehr verkaufen. Es kommen schon viele Leute rein zu uns, aber wir verkaufen so wenig. Komm, kauf doch. Verkäufer ist unprofessionell. Was soll ich mit dem denn noch machen, mit dem Verkäufer? Der ist doch schon geschult, die Wurst. Wir können nur noch eine Gitarre bauen. Ja, damit sie ihre Aufgaben besser erfüllen können. Aber wie soll ich es machen? Grundlegende Ruheobjekte. Wie kostet das? 1500. Stuhl, Mechanikerregal, Leute, wer braucht denn sowas? Boxsack. Logistikkompetenz. 10 Transportler. Ja, brauchen wir alles. Ja, wir müssen sparen. Also wenigstens bis wir so 6.000, 7.000 haben. Damit ich nämlich mal hier mehr Lagerarbeiter einstellen kann. Ich glaube, das stockt es gerade ein bisschen. Auf der anderen Seite haben wir auch genug Autos. Die sind auch alle im Top-Zustand. Also zweite Werkstatt brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jetzt flutschen die raus. Hier, guckt ihr das an. Oh, oh. Ist es nicht schön, wie das jetzt alles funktioniert hier? Da oben kommen die Wesps. Aber wir brauchen noch mehr Arbeiter, Logistikarbeiter. Verkäufer ist unprofessionell. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Hat irgendjemand das Thema schon gelöst, dass die professionell werden bei euch? Hallo Xelo, moin. Ausgezeichnet? Sehr gut, dann wirst du nochmal repariert. Wir kaufen nur ausgezeichnete Fahrzeuge. Ja, 6000 Flocken haben wir. Wir müssen nochmal so 1, 2 verkaufen. Oh, eins haben wir verkauft, sehr gut. Jetzt haben wir 7000. Na komm, wir warten bis 8000, Leute. Sicher ist sicher. Wir warten bis 8000 Flocken. Und danach werden wir Logistikarbeiter einstellen. Der muss auf jeden Fall repariert werden, hier die alte Karre. Ich habe hier aber auch noch nie einen Mitarbeiter irgendwie gesehen, der da reinläuft. Nicht, dass das im selben Haus sein muss, hier diese Bedürfnis-Area. Vielleicht müssen wir da auch mal noch einen zusätzlichen Verkäufer einstellen, damit die sich abwechseln können. Ich weiß es nicht. So, wie sehen die Wests aus? Ah, der muss repariert werden. Der sieht gut aus. Ja, sehr schön. Nur tolle Fahrzeuge. Werkstatt gibt schon eine lange Schlange hier zurzeit. 8000, jetzt aber, Leute. Jetzt aber. Gut, also, dann nehmen wir mal. Mitarbeiter brauchen wir mehr. Das kostet schon relativ viel. Management-Upgrade für 4000. Und das würde ich auch gerne machen. Ne? Als nächstes die olle Gitarre freischalten. Ich weiß halt nicht, ob die das nutzen. Also, was wir jetzt allererstes machen, bevor wir hier irgendwelche komischen Verkäufer einstellen, wir werden erstmal noch Transporter einstellen. Und zwar nehme ich hier die Zweier. So, soll ich noch einen? Komm, den Dreier nehmen wir auch noch. Und jetzt nehmen wir nochmal einen Verkäufer. Verwerfen. Also, Verkäufer nehme ich aber wirklich nur Dreier. Weil die sind sowieso schon alle so schlecht. Hallo, Wellness, guten Morgen. So, ein Ersatz. Einen Ersatz nehme ich damit. Den hier. Wunderbar. Ist halt die Frage, vielleicht schult der sich jetzt hier auch die ganze Zeit. Wo ist denn der? Also da ist einer, hier ist der andere. Jetzt stehen die da beide am Auto rum, ne? Aber einer kann beraten. Vielleicht sind das auch nur so Deko-Elemente. Du musst die Verkäufer selbst zur Schulung schicken. Was? Ehrlich? Oh mein Gott, krass. Ja, nice. Okay, merkt euch den Namen Steven Coleman. Alter, er wird die Maschine werden. Krass. Ja, das ist gut. Das ist gut. Danke für den Hinweis. Crazy. Wird er jetzt hier richtig geschult oder was? Ja, bin ich mal gespannt. Den schicke ich danach wieder zur Schulung. Wo steht denn hier seine Kompetenz? Energie, Motivation? Ja, wir können auch ein bisschen das Gehalt runterdrücken. Wie sieht es hier aus? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dankeschön, Chris. Vielen, vielen Dank für den Follow. So.
Tja, die Frage ist, wo würde er, in welchen Eigenschaften würde er dann besser? Bei Glück vielleicht? Ist das Glück? Ach, hier ist das Level. Level 3. Ja, Level 3 ist immer noch Level 3. Gleich wieder zum Training. Geh wieder zum Training. Ich glaube, er lernt da gar nichts, oder? Guten Morgen, Sweet Moni. Moni. Hallöchen, herzlich willkommen. Und hallo, No Routine. Hi. Ich überlege gerade, wo er besser wird. Level 4 wäre natürlich krass, aber... Ich glaube, wird er nicht, ne? Akku ist bald leer bei ihm. Motivation. Ja, Motivation braucht er nicht so viel. Ein bisschen runter hier mit der Kohle. Level 5? Moment mal. Level 5! Oh mein Gott, wir haben Level 5 Verkäufer. Der soll sich mal kurz ausruhen. Digga, den werden wir richtig... Den werden wir richtig trainieren. Er wird the man of the man. Ja, dann kriegt er auch, dann kriegt er auch wieder 2 Dollar mehr. Gleich wieder zum Training. Was ist Max-Level? Gleich wieder zum Training. Dann können wir den hier auch kommen. Miller, du musst auch zum Training. Es tut mir leid, du bist Level 3. Ab zum Training. Jetzt haben wir nur noch einen Verkäufer. Ich stelle noch einen ein. Wir stellen noch einen Verkäufer ein. Einen Verkäufer stellen wir noch ein. Den hier. Ist natürlich jetzt besser, die selber zu leveln. Aber naja. So, dann haben wir 2 Verkäufer. 2 sind beim Training die ganze Zeit. Ist ja hervorragend. Und das neue Auto ist fertig, Leute. Oha. Da hätte ich jetzt gedacht, es ist tatsächlich ein Sportwagen. Aber da ist jetzt irgendwas anderes rausgeploppt, Leute. Wie nennen wir das? Wir haben gesagt, wir nennen es zum Ehren der neuen Abonnenten. Day. Stay. Lani. Stay Lani nennen wir es. Nobelhobel. Ah, ist der so nobel, der Hobel? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So. Ja, gleich das nächste erforschen schon mal. Das heißt ja nicht, dass wir schon bauen müssen alles. Blaupause wählen. Dann machen wir hier, das ist der Nobelhobel. Also das ist wirklich der Nobelhobel. Das dauert auch ein bisschen länger, den zu erforschen. Das ist auch okay. Ja, ausgezeichnet. Der kann nochmal hier in die Werkstatt auf jeden Fall. Aber zum Glück kostet das alles nichts, ne? Wenn du einmal hier deine ganzen... deine Infrastruktur aufgebaut hast, dann können die nach und nach repariert werden. Vielleicht sollten wir jetzt Werbung wieder schalten, obwohl es geht, glaube ich, noch ganz gut. So, Level 6, ey, komm, gleich wieder rein, gleich wieder rein. Was ist denn Max-Level? 10 wäre halt schon geil. Training. Und wo ist jetzt der andere? Der andere Dude? William Baker. Eigentlich müssen wir die alle einmal durchtrainieren komplett. Der Fischer ist es nicht, einer fehlt. Einer, der ist es. Hier, komm, gleich wieder zum Training. Gar nicht erst da rumverkaufen, gleich wieder zum Training. 14 Zylinder ist auf jeden Fall. Granate. Ja, jetzt verkaufen wir auch ein bisschen besser. Das liegt aber jetzt nicht an unseren Dudes, die hier verkaufen, weil die sind noch Low-Level alle. Das hier läuft auch einigermaßen. Hat sich, glaube ich, bezahlt gemacht, dass wir die Lagerarbeiter eingestellt haben. Und hier müssen wir schauen, wenn die ausgebildet sind gleich, dass wir da instant die direkt wieder hinschicken. Solange sie noch Energie haben. So. Der ist jetzt Level 5. Ja, der hat ja noch ein bisschen Motivation, ne? Der andere, man sieht schon, die lernen jetzt, glaube ich, ein bisschen länger schon. Vielleicht bräuchten wir jetzt statt des Radios das andere Ding. Ah, er sieht erschöpft aus. Ich lasse ihn mal ein bisschen ausruhen. So, Erschöpfigkeit ist oben. Energie steigt ein bisschen. Glück steigt auch. Was macht der da? Spielt der Murmeln? Es könnte sein. Oder er verjagt irgendwelche Geister. Alles ist möglich. Motivation ist nicht mehr so gut tatsächlich. Ich werde ihn jetzt wieder zum Training schicken. Wir geben auch mal ein bisschen mehr Geld hier. Komm, 18 kriegst du. Und der kommt aber auch direkt wieder. 19 bekommt der. Das ist ja frech. Ab zum Training hier, du kleiner Lümmel. Ich weiß gar nicht, was die nächste Trainingsstufe kostet. Da müssen wir mal gucken. Also, Reparatur. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Alles ausgezeichnet. Der kommt nochmal zur Reparatur. Der auch. Ja, wir versuchen natürlich Premium-Ware zu verkaufen. Und jetzt ist natürlich die Frage,
Tja. Wenn die fertig trainiert sind, dann lasse ich die erstmal verkaufen. Mal sehen, ob das dann mit dem Skill besser ist. Und schick die beiden dann zur Schulung. Ja, neuer Schwung Autos. Oh, schlecht. Oha. Werkstatt. Und der auch zur Werkstatt. Ja, die müssen sich jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen ausruhen. Wie sieht's aus hier? Du, Level 3. Du gehst jetzt zum Training. Und du bist Level 8er. Ja, du bleibst da. Er geht zum Training. Wir haben jetzt mal die Trainingspartner getauscht. Und haben jetzt hier die Top-Verkäufer. Also wenn die nichts verkaufen, dann weiß ich auch nicht. Ja, das sollte Lohn sein. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe ja hier keine... Kann ja hier keine Unsummen ausgeben, Leute. Ja, jetzt bräuchten wir halt nur noch potenzielle Verkäufer, Käufer. Wir werden jetzt wieder die Werbekampagne starten, weil ich merke, dass hier keiner mehr reinkommt, um Autos zu kaufen. Das ist natürlich schlecht. Werbekampagne für die Mafia Rider ist gestartet. So, die lassen wir hier immer schön weiter trainieren. Ihn auch. Und da kommt einer. Hat sich das harte Training bezahlt gemacht? Wer übernimmt ihn? Es wird wahrscheinlich der Steven Coleman sein. Warum hier kriegst du 20? Nee, es ist er hier. Es ist Steven Miller. Steven Miller, Verkäufer Level 7. Ja, na sicher. Es läuft doch. Es läuft doch. Ja, geil. Ja, komm, werden die ein bisschen besser bezahlt. Ach, schön. Gleich das erste Fahrzeug verkauft direkt. Ja, das ist doch gut. Aber wir haben trotzdem noch viel zu wenig Kundschaft hier insgesamt. Habe ich das Gefühl. Wie sieht es aus mit den Autos? Werkstatt. Werkstatt. Auf jeden Fall in die Werkstatt. Ah, guck mal, hier sind schon wieder zwei fertig. So. Training und Training. Ja, die werden richtig schön ausgelaugt, ne? Da kommt wieder einer rein. Wer übernimmt ihn jetzt? Boah, zwei Leute. Also jetzt das Tandem. Komm schon, komm schon. Verkauf die Scheiße jetzt. Oha. Von schlechter Qualität? What? Oh, nee. Die sind doch schon alle in Reparatur gewesen hier teilweise. Was hast du denn da verkauft? Du darfst doch nicht die schlechten Autos zeigen. Oh, no. Naja, naja, was willst du machen? Wir müssen irgendwas mit der Produktionskette machen. Wir haben 11.000 Flocken übrig. Oh, wie sieht es da jetzt aus? Bitte nicht schlechte Qualität. Ach komm, der Ort kommt mir deprimierend vor. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, endlich Blumen freizuschalten und Deko.